Aber wir sind halt nicht mehr Anfang von den 2000ern. Das ist eine grundlegende Funktion, die sollte in einem Spiel drin sein, das sich ausschließlich um das Bauen von verschiedenen Builds mit unterschiedlichen Synergien mit unterschiedlichen Items dreht. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem Diablo 4 Video. Diablo 4 ist jetzt seit ungefähr einem Monat auf dem Markt, wenn wir die Early Access Zeit mit einbeziehen. Und in dieser Zeit konnte ich einen ganzen Batzen an Spielzeit ansammeln und bin auf meinem Main-Charakter halb durch mit Level 85. Ja, das ist wirklich erst die Hälfte der Erfahrungspunkte, aber dazu kommen wir gleich. Und nach dieser Zeit hat sich bei mir eine relativ klare Meinung über das Spiel manifestiert und diese würde ich gerne einmal mit euch teilen. Aber um eins vorwegzunehmen, das ist kein Flame-Video, das ist kein Ich-höre-auf-Diablo-4-Video zu spielen, sondern ich werde Diablo 4 noch sehr lange spielen, denn ich habe alle Diablo-Spiele sehr lang gespielt, wenn man mal Immortal außen vor lässt. Aber es soll eine ernst gemeinte, gut gemeinte Kritik sein. Und was mir aufgefallen ist, was an diesem Spiel eben nicht close to perfection ist, wie es die Medien so berichten, denn das Spiel ist sehr gut, aber es ist nicht fast perfekt. Davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt und alle meine Kritik beruht immer auf der Grundidee, warum ARPGs Spaß machen. ARPGs machen Spaß, indem wir unseren Charakter verbessern. Also neues Gear finden, stärker werden, stärkere Gegner bekommen und diese Challenges schaffen, diese Herausforderungen meistern und immer etwas zu tun haben. Auch wenn es immer nur eine kleine Verbesserung ist, dieses stetige, oh, das Item ist besser, das, oh, wenn ich hier etwas ändere, oh, dann wird es besser. Das ist für mich ein ARPG und umso länger das funktioniert, umso länger macht dieses Spiel Spaß. Und um dieses Spielprinzip zu erreichen, hat Diablo 4 einiges getan, um zum Beispiel mal den Kodex der Macht zu nennen, dass wir Aspekte, die wir sonst von normalen Items extrahieren würden, für dauerhafte Nutzung in einem Menü haben, dass wir dann auf gute, seltene Gegenstände aufdrucken können. Das finde ich eine großartige Neuerung, denn auf dem Papier erlaubt uns das, sehr viel auszuprobieren. Später in meiner Kritik werde ich euch noch sagen, warum wir zum Beispiel ausgebremst werden im Ausprobieren von Builds. Und das ist etwas, das in meinen Augen definitiv behoben werden soll. Aber um nochmal kurz bei den positiven Dingen zu bleiben, die Atmosphäre des Spiels ist großartig. Die offene Welt finde ich einen sehr gelungenen Aspekt, denn was viele kritisiert haben, dass wir andere Spieler sehen, finde ich etwas sehr, sehr Positives. Denn wenn wir durch die offene Welt reiten und dann zum Beispiel ein Event sehen und da teilnehmen können, es fühlt sich lebendiger an. Wenn da nicht ein paar Dinge wären, die natürlich auch stören. Und wenn wir da schon in der offenen Welt sind, dann muss ich natürlich eins nennen, wir ignorieren einfach mal das Pferd, das wird sicherlich noch gefixt, das ist eine kleine mechanische Eigenschaft, das Pferd an sich ist großartig, da sind ein paar Mechaniken dran, die sind nicht ganz super, dazu habe ich auch ein Video gemacht, dass der Mauscursor zum Beispiel nah am Pferd sein muss, damit das funktioniert oder damit ich schnell reite, das ist was, das stört mich enorm, das ist aber eine Kleinigkeit. Was aber ein grundlegendes Spielprinzip ist, was mich ein bisschen stört, ist, dass viel Leere in diesem Spiel herrscht. Also zum Beispiel, dass die offene Welt ein bisschen von Monstern besiedelt ist und das würde in der offenen Welt noch gar nicht so stören, aber zum Beispiel in der Höllenflut. Es ist im Namen. Es ist eine Flut. Ich erwarte eine Flut an Gegnern und ich erwarte, dass ich mich durch Horden metzeln muss, dadurch, dass das Ganze auch eine Endgame-Aktivität ist. Das müssen wir uns ja auch nochmal immer zurück in die Erinnerung rufen, dass Endgame ab Weltstufe 3 beginnt. Denn ab Weltstufe 3 habe ich die Kampagne abgeschlossen, die im Übrigen auch ein sehr positiver Punkt ist. Die Kampagne ist großartig. Ich habe die Kampagne genossen, ich habe sogar Seitenquests genossen. Dazu aber auch wieder später ein bisschen mehr. Aber um zum Thema zurückzukommen, ich erwarte mehr Gegner. Sowohl in der offenen Welt als auch in Dungeons und gerade in der Höllenflut. Wenn ich Flut im Namen habe, kann ich nicht einfach ein Versteckspiel mit Gegnern haben. Und das ist es ab und zu, denn alles, was man in der Höllenflut macht, ist Gegner suchen und hoffen, dass man welche findet und man steigt das Pferd auf und sobald man aufsteigt, findet man Gegner, man steigt ab und dann hat man wieder Cooldown auf dem Pferd. Das ist etwas, das stört mich. Und das fällt am Anfang auch noch gar nicht auf, denn während wir die Kampagne spielen, ist es tatsächlich so. Wir finden immer stärkere, immer mehr Gegner, wir verbessern uns stetig, wir finden stetig neue Teile, wir finden die ersten Synergien zwischen den Legendary Items, die wir finden. Und das ist die Quintessenz eines ARPGs. Wir verbessern uns, wir kriegen mehr Gegner, wir schnetzeln jede Menge Gegner und
machen so unsere Progression in Richtung Endgame. Aber das ist für mich einer der größten Kritikpunkte, denn das Endgame beginnt nicht mit Max-Level, sondern Max-Level 100 ist die absolute Spitze. Das Endgame beginnt um Level 50 oder um einen genauen Punkt zu nennen, sobald wir Weltstufe 3 spielen können. Das ist aber so in anderen Spielen nicht vorgesehen, denn viele andere Spiele behandeln maximales Level als Endgame und ab da bekommen wir Möglichkeiten, uns zu verbessern. Es ist also ein sehr ungewohntes Spielprinzip, was auch in Ordnung wäre und ich finde es zum Beispiel, um mal wieder etwas Positives in dem Zuge zu nennen, ganz hervorragend, dass wir es nicht haben wie in Diablo 3, dass wir am Ende unendlich Paragon-Level farmen können und somit Spieler, die wahnsinnig viel spielen, einfach immer einen Vorteil haben werden, denn sie bekommen immer mehr Paragon-Level. In Diablo 4 haben wir ein abgeschlossenes System. Wir bekommen maximal Level 100 und maximal eine gewisse Anzahl Paragon-Punkte, die wir auf unseren Boards verteilen können. Und der Weg, um besser zu sein als jemand anderes, um später oben auf den Leaderboards zu stehen, ist, das Ganze besser zu kombinieren und bessere Items zu finden. Und dieses Abgeschlossene bringt einen gewissen Aspekt von Können mit dazu, was ich sehr gut finde. Aber bevor wir zum Thema Können kommen, noch einmal schnell der Abschluss zum Max-Level und Endgame. Denn ich glaube, gerade für die Seasons kommt einer der größten Aufschreie aus der Community oder aus der Spielerschaft daher, dass es für viele so weit weg erscheint, Max-Level zu werden. Level 100 dauert eine gewisse Zeit. Das kann ich bestätigen. Ich bin jetzt Level 85 oder 86 und es dauert einfach eine Weile und ab da wird es auch zäh, aber das ist der grundsätzliche letzte Schritt, um sich zu verbessern. Im Endgame bin ich schon, aber psychologisch sind wir eben darauf getrimmt, dass wir Max-Level erreichen wollen. Und nicht nur aus der Natur des Menschen heraus, sondern auch durch quasi jedes Spiel, was vorher war. Wir wollen das maximale Level erreichen. Wenn ich etwas durchhaben möchte oder durchspielen möchte, möchte ich Max-Level werden. Und in Diablo ist das möglich, aber eben nicht für jeden. Und das Wichtige finde ich immer, dass solche Spiele nicht nur für die Vielspieler funktionieren, sondern auch für Gelegenheitsspieler. Denn ich habe kein Problem damit, in der Season Level 100 zu erreichen. Ich werde auch vor der Season wahrscheinlich noch Level 100 erreichen, denn ich habe jetzt Level 85, 86, wie schon gesagt. Aber ich habe auch noch zwei Charaktere nebenher und die sind auch schon relativ hoch im Level. Aber ich verstehe jeden, der sagt, dass er Bedenken hat, ob er in der Zeit einer Season, also wie jetzt bekannt, in 3 Monaten auf Level 100 kommen wird. Das kann ich gut verstehen und darum verstehe ich es nicht, warum wir diesen geradlinigen Weg von 1 bis 100 haben und nicht zum Beispiel 1 bis 50 und ab da eine sekundäre Leiste, wie in Diablo 3 das Paragon-Level, aber abgeschlossen. Also ein Level bis Max-Level, was mir zeigt, jetzt bin ich im Endgame und ab da ein Verbesserungslevel. Das können ja auch die Paragon-Punkte sein, die bekommen wir ja erst ab Level 50. Das heißt, wir könnten auch Max-Level 50 haben und dann Paragon-Punkte bekommen, wie in Diablo 3. Aber gecapped, um nicht wieder diese endlose, ich spiele nach oben, bis ich Paragon 1900 habe und dann alles nur böse angucken muss, bis es umfällt. Diese eine kleine Änderung würde also wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Beschwerden, die aus der Community kommen, entfernen, denn dann würde es sich für jeden besser anfühlen. Ich wäre Max Level, ich hätte mein Ziel erreicht, alles was ab da kommt, sind Verbesserungen. Denn ich möchte nicht zwangsläufig das Spiel auf der höchsten Schwierigkeit spielen, aber ich würde gerne das Ziel erreichen. Und Max Level ist nun einmal für viele das Ziel. Und wenn man dann schon Max-Level erreicht hat und dann eine Weile weiterspielt, kommt man auch zum nächsten Problem, in dem ich persönlich mich tatsächlich gerade befinde. Und das ist der Levelbereich 75 bis 100 ungefähr. Denn in diesem Levelbereich fühlt es sich an, als ob einfach eine Schwierigkeitsstufe rausgeschnitten wurde. Also Weltstufe 5, die ja schon im Spiel ist und vielleicht sogar in Season 1 kommen mag. Aber jetzt gerade fühlt es sich an wie so ein Schwebezustand in der Leere. Denn ich habe viele meiner Items schon auf relativ gut, aber der einzige Weg, um bessere Items zu finden, ist jetzt Dungeons laufen auf immer höherem Schwierigkeitsgrad, aber ich finde nichts, was mich wirklich verbessert. Also das ist etwas, das ist mir gestern beim Spielen aufgefallen, dass ich bestimmt
500 bis 600 Items am Tag einfach nur kaputt mache, indem ich mir die Affixe anschaue und sobald da zwei Affixe nicht passen, kann ich nur einen umrollen, also habe ich einen unpassenden, das Item wird verkauft oder verwertet. Und das passiert einfach mit 99, also mehr als 99% aller Teile. Wenn ich mal einen Teil finde, mit dem ich mich verbessere, dann fühle ich mich schon richtig gut. Und ich habe kein Ziel oder keinen Weg, meine Schwierigkeit zu erhöhen, um dann noch bessere Items zu finden. Also alles, was ich jetzt machen würde zwischen Level 86 und 100, wäre Nightmare Dungeons laufen, bis ich 100 bin. Aber dann habe ich davon nichts. Dann habe ich mein maximales Level erreicht, habe alle Paragon-Punkte, mehr aber auch nicht. Und hier würde ich mir ein, zwei Mechaniken wünschen, die dafür sorgen, dass ich entweder alle Aktivitäten schwieriger bekomme und dann aber auch garantiert bessere Items bekomme, also Weltstufe 5 zum Beispiel, in der dann entweder gewisse Items häufiger droppen oder das Item-Level einen gewissen Punkt erreicht, denn ich möchte nicht auf Level 86 eine Nightmare Dungeon Level 45 laufen, Gegner weit über 100 töten und dann ein 640er Amulett bekommen. Das bringt nichts. Das ist nicht der Grundgedanke von Diablo, denn dann muss ich hunderte Amulette finden, um eins zu haben, was mich verbessert. Und das leitet direkt über zu meinem wahrscheinlich größten Kritikpunkt, der vielleicht nicht für jeden ein so großer Kritikpunkt ist, aber für mich eben schon. Denn ich bin der Meinung, im Moment bestraft uns Blizzard dafür, dass wir Dinge ausprobieren wollen. Denn wenn ich Dinge ausprobieren möchte, reichen nicht die eingangs erwähnten Dinge aus dem Kodex der Macht oder die legendären Aspekte aus dem Kodex der Macht, denn ich brauche diese Aspekte in besser. Und in besser finde ich sie nur in der offenen Welt. Bedeutet aber, dass ich sie auf einem Item habe und dieses Item Platz wegnimmt. Und im Moment haben wir einfach keinen Platz. Weder im Inventar, gut, die Edelsteine kommen noch aus dem Inventar raus und somit dann auch aus der Kiste, aber nehmen wir mal an, ich bekomme einen Tab mehr durch das Wegfallen der Edelsteine. Wo tue ich denn Items hin für andere Charaktere? Denn ich möchte nicht nur einen Charakter spielen, ich möchte mehrere spielen. Und dazu bräuchte ich für jeden Charakter mindestens nochmal genauso viele Tabs in meiner Kiste, wie ich jetzt habe. Denn wenn ich mein Bild wechseln möchte, brauche ich oftmals andere Gegenstände und um dahin zu kommen, muss ich schon Gegenstände sammeln, um dann nicht wieder von Null zu starten. Und es fühlt sich wahnsinnig frustrierend an, zu wissen, dass ich das nicht tun kann, denn ich habe keinen Platz. Die Grundidee, wie eingangs erwähnt, dreht sich um die Verbesserung meines Charakters. Und die Verbesserung meines Charakters passiert über winzige Änderungen, die dann über Multiplikation und Addition zu mehr Schaden am Ende führen oder zu mehr Überlebensfähigkeit. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht viele Items vergleichen kann. Ich bin im Moment gezwungen, Items in meinem Inventar zu bewerten, zu benutzen oder zu zerstören, denn andere gute Items, die ich für andere Charaktere habe, belegen meinen Platz. Und das kann nicht Sinn der Sache sein in meinen Augen. Genauso wie ich durch Gold zum Beispiel eine künstliche Barriere bekommen habe, um neue Builds auszuprobieren. Ein Spiel, das sich darum dreht, dass ich verschiedene Sachen ausprobieren kann, das mich dann durch eine künstliche Hürde davon abhält, das auszuprobieren, hat eine grundlegende Spielmechanik verfehlt, in meinen Augen. Und da hoffe ich wirklich auf eine Änderung, denn wenn ich jetzt einen Affix auf einem Item ändern möchte, kann ich ohne Probleme hunderte Millionen Gold ausgeben. Gab erst letztens einen Reddit-Post, wo ein User nach 100 Millionen aufgegeben hat. Und das ist keine Seltenheit. Ich selber im Schnitt höre ich auf, wenn es mehrere Millionen kostet, einen Affix umzurollen und dann kommt das Item in den Müll. Und das fühlt sich sehr, sehr frustrierend an, denn ein potenziell gutes Item wurde durch eine künstliche Barriere und einen Zufallsgenerator zerstört, in meinem Fall. Und dann beginnt das Suchen von vorne. Mehrere hundert Items, bis ich wieder ein gutes bekomme. Nur um dann auch noch, wenn ich ein neues Bild ausprobieren möchte, alle meine Paragon-Punkte und alle meine
Levelpunkte zurücksetzen muss. Gut, die Fähigkeitspunkte, die sind nicht besonders teuer, aber Paragon-Punkte zurücksetzen ist eine Qual, weil es sehr, sehr lange dauert und weil es sehr, sehr, sehr viel kostet. Und wenn ich mich dann entscheide, weil alles, was ich gemacht habe für das neue Bild, ist es jetzt doch nicht wert, habe ich kein Loadout zum Beispiel, also keinen Rüstungsständer wie in Diablo 3, um dann schnell auf das alte Bild zurückzuwechseln. Auch das geht nicht. Ich muss mir alles so ablegen, alles speichern, im schlechtesten Fall eine Drittwebseite benutzen, um mir mein Bild zu speichern, oder ich mache Fotos oder ich schreibe es mir auf. Aber wir sind halt nicht mehr Anfang von den 2000ern. Das ist eine grundlegende Funktion, die sollte in einem Spiel drin sein, dass ich ausschließlich um das Bauen von verschiedenen Builds mit unterschiedlichen Synergien, mit unterschiedlichen Items dreht. Und da fehlt mir im Moment das Verständnis für. Und ja, das hört sich jetzt alles sehr, sehr negativ an, aber aus der Vogelperspektive betrachtet ist es ein klitzekleiner Aspekt dieses Spiels, denn die grundlegenden Mechaniken, das grundlegende Spiel, das Spielprinzip funktioniert. Das sind alles Dinge, die müsste man jetzt einfügen und dann wäre das Spiel deutlich besser. Deswegen möchte ich alle nochmal daran zurückerinnern, dass das kein Rant-Video, kein Video sein soll, in dem ich sage, das Spiel ist schlecht. Ganz im Gegenteil, das Spiel ist ganz hervorragend. Ich möchte nur, dass gewisse Dinge geändert werden, damit sich gewisse Punkte im Spiel nicht mehr nach einer Arbeit anfühlen oder nach etwas, das einen nur stört und über das man hinwegkommen will, sondern dieser Spieleffekt, diese Glücksmomente von ich finde etwas, getragen werden bis hin zum Ende des Spiels. Und das Ende des Spiels ist Max-Level und vielleicht das Ziel, das man sich steckt, dass man Albtraum-Dungeon Level 100 oder über Lilith nochmal legt. Und sind wir mal ehrlich, das sollte für ein Entwicklerstudio von der Größe von Blizzard, mit den finanziellen Mitteln, die dahinter stecken, mit den Einnahmen, die Diablo jetzt schon erzielt hat, an sich kein Problem sein. Und zwar nicht in Season 24, sondern gerne schon zu Season 2. Ich gönne Ihnen ja, dass Season 1 jetzt schon fertig ist und jetzt Änderungen schon relativ kompliziert werden. Das sehe ich ein. Aber spätestens zu Season 2 sollte das alles behoben sein. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was in Season 1 kommt. Vielleicht wird einiges davon schon in Season 1 behoben. Dann wäre aber mein Unverständnis relativ groß, warum es nicht schon im Basisspiel mit enthalten ist. Das ist aber jetzt alles reine Spekulation und ich würde erst gerne einmal warten, was in Season 1 kommt. Denn es wird ja viel versprochen. Bisher hat das Team alles eingehalten oder vieles eingehalten. Und wenn das Versprechen wirklich ist, dass wir sehr, sehr viel Content bekommen und vielleicht auch Lebensqualitätsfunktionen, vielleicht ist vieles von dem, was ich erwähnt habe, ja auch schon weg. Aber bis zu Season 2 sollten diese Dinge schon mit drin sein. Also zumindest einmal die erweiterte Schwierigkeitsstufe und auf jeden Fall die Mechanik, dass ich hingetragen werde zu guten Items durchgehend. Denn ansonsten habe ich, wie schon erwähnt, die Eigenschaften eines ARPGs komplett verfehlt. Was ist denn eure Meinung dazu? Falls ihr euch so lange durch dieses Video gequält habt und euch meine Ausführungen angehört habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso seht, ob ihr vielleicht ganz andere Dinge habt, die euch fürchterlich stören und das Ganze nur meinen Spielstil betrifft. Lasst es mich gerne wissen und falls ihr mich noch persönlich unterstützen wollt, dieses Mal ganz am Ende des Videos, denn ich wollte meinen Rant nicht unbedingt damit unterbrechen. Falls ihr Bock habt, schaut euch doch mal Holy an. Holy ist ein Partner von mir. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt 5 Euro Rabatt auf eine Bestellung mit dem Code ZALI5. Das Ganze ist ein Energy Drink, den ihr euch selber anmischen könnt. Das gibt es auch als Eistee ohne Koffein. Es ist sehr, sehr lecker. Das ist das Wichtigste. Und ist super. Schaut mal unten in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns weiter in Diablo 4. Bis dahin, ich bin müde, ich habe zu viel gespielt. Trotz Holy muss ich irgendwann mal eine Pause machen. Haut rein, euer Zali.